Training zur Zielsichtnahme. Was wir als erstes gleich brauchen, ist den dicken IBC wahrscheinlich. Zur Zielsicht jetzt wird er gleich hin noch. Oh.
Pläne. Ich oder nicht? Ja, wir sind also alarmiert worden zu einem Brandmittel zunächst auf dem Betriebsgelände von der Entsorgungsfirma Lohmann. Auf unserer Anfahrt konnte man schon die Flammen vom Weiten sehen und eine Rauchwolke und haben dann unser Stichwort erhöht auf brandgroß. Brennen tut im Moment 600 Quadratmeter auf dem Gelände. Das ist vorwiegend Elektroschrott, Holzreste und geschredderten Müll. Wir haben den Vorteil, dass inzwischen nach dem letzten Brand Brandwände gesetzt worden sind im Freien. Da konnte das Feuer also aufgehalten werden. Wir haben so Buchten gebaut und es brennen also im Moment drei Buchten auf 600 Quadratmeter. Wir haben das Feuer zunächst mit Wasser abgelöscht, versucht abzulöschen, und im Moment legen wir über den ganzen restlichen Müll einen Schaumteppich, sodass wir hoffen, dass wir dann da auch schnell mit fertig sind. Wir haben eine große Rauchentwicklung gehabt und haben es auch noch. Ein Mestrup ist unterwegs, die Rauchwolke zieht im Moment Richtung Reckenfeld und Nordwalde. Da wird gemessen und es ist auch die NINA-App ausgelöst worden, dass alle Mitbürger wissen, dass sie in dem Bereich die Fenster und Türen schließen können. Wir haben also mit unseren eigenen Kräften schaffen wir das im Moment. Wir sind im Moment 82 Einsatzkräfte vor Ort von der Feuerwehr in Stetten. Und wie gesagt, wir haben das Feuer so gut wie im Griff. Also ich will hoffen, dass wir die Macht des Feuers in einer guten Stunde raus haben. Dann haben wir es auch mit Schaum abgedeckt. Dann werden sicherlich noch Nachlöscharbeiten die ganze Nacht passieren müssen. Aber der Großteil, würde ich schätzen, Einsatz dauert noch circa 1 bis 2 Stunden.